Hello. I'm the doctor. Servus, grüß euch und hallo und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us 2. Ja, leider machen wir uns wieder alleine auf dem Weg. Nora finden. Muss ja rausquetschen, wo Abby ist. Leicht. Wir müssen zum Krankenhaus, aber wie gesagt, wir sind allein unterwegs. Ich hätte lieber gewartet, aber naja. So müssen wir uns wieder allein durchschlagen. Schauen wir mal. Hier haben wir beide sehr wenig Munition. Markenwaffe haben wir noch. So. Ich muss da durch. Hier durch. Quickmart. Quickie-Mart. Lou. Hier ist bestimmt Lou. Hier. Leuchtet schon. Löschen. Hier ist eine Tür, wo es weitergeht. Und noch mehr um. Sehr gut. Ja, eine Karte. Randy Styles. Bin gespannt, ob wir zum Schluss dann irgendwann eine Auflistung bekommen, wie viel das wir letztendlich gefunden haben und wie viel nicht. Oh, das ist schon gar nicht drin. Wer weiß, wie viele Wolves in dem Krankenhaus sind. Ja, und wer weiß, wie viel ballern das ich wieder muss, weil Schleichen ist ja eh nicht so mein Ding. Und Schießen eigentlich auch nicht, eigentlich ist das Spiel nichts. So. Eine Flasche. Hier. Ah ja, Munition. Hier. Mal schauen. Molotovs haben wir voll. Sprengfallen haben wir nicht voll. Und Sprengfallen. Papier zumindest wieder mitnehmen. Liebe Baum, Alkohol, Schrauben. Okay, ein Fortschritt. So. Schere Kugelwand.
Seite. Oh. Spür ihre Liebe. Was zur Hölle? Oh ja, zur Hölle. Das habe ich mit dem Kopf auch mal jetzt. Schneller. Spiele, liebe, wer zur Hölle hat, sind diese Leute? Warum haben sie das gemacht? Oh ja, hier geht es wieder dunkel weiter. Aber erst schauen wir uns mal noch um. Bisschen Lärm machen. Ball. Okay. Na, hier geht's doch weiter. Dann schauen wir erstmal in den Klang. Ja, ich weiß. Was zu holen. Sehr cool. Nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich glaube, hier drüber werfen. Nee. Warte mal. Kann man das zu machen?
Also. Eigentlich kommen sie gar nicht. Hochklettern? Geht nicht. Sie muss schieben. Hey Leute, ich werde jetzt noch ein bisschen tüfteln müssen und ja, ich schau mal, ob ich es rausbekomme. Und werde hier mal einen kurzen Cut reinhauen. So Leute, ich glaube, ich habe es herausgefunden. Und zwar musste ich einfach hier ein bisschen näher drüber gehen. Also ich habe ein bisschen komplizierter gedacht. Und ich hoffe, dass wir uns jetzt hier so rüberschwingen können. Die müssten sie hier gar nicht überschwingen. Genau. Haha, yes. Okay, was haben wir hier? Ja. Ein Alkohol. Zu lesen. Simon, ich hoffe, dass du diese Nachricht niemals liest. Ich hoffe, ich kann sie zerknüllen und verbrennen, wenn du wieder hier bei uns bist. Du bist jetzt. Ich weiß mal, wie viele Stunden vergangen sind, seitdem du aufgetaucht bist. Ich bin rausgegangen, um nach dir zu suchen. Und diese Kapuzenleute haben mich entdeckt. Sie haben mich angebrüllt und mich eine Sünderin genannt. Dann haben sie auf mich geschossen. Bin wieder reingelaufen und hab die Tür verweigert. Ich höre nur den Regen von draußen, aber ich habe Angst, dass sie noch da sind. Soll ich weglaufen? Soll ich hier bleiben? Bin wie gelähmt. Es tut mir leid, dass ich so krank geworden bin. Es tut mir leid, dass ich dich allein zum Krankenhaus gehen ließ. Es tut mir leid, dass ich mich nicht versteckt gehalten habe, wie du es gesagt hast. Wenn mir irgendetwas passiert, solltest du wissen, wie sehr ich dich liebe. Bitte komm zurück. Ich habe solche Angst. Diese vielen kleinen Geschichten, die hier im Spiel integriert sind, sind echt toll. Oh, eine Karte. Shit. Ja, cool. Sind mehr? Warum nicht? So. Können wir uns weiter auf den Weg machen? Ups. Oh.
Wutz. Hier ist die Liste der Deserteure. Chisu Huang, weiblich, 1,63 Meter, asiatisch. Andre Dominguez, männlich, 1,70 Meter, hispanisch. Chris Marsh, männlich, 1,80 Meter, weiß. Adam Peters, männlich, 1,68 Meter, schwarz. Wir wissen, dass unter den Vorräten, die sie gestohlen haben, Waffen sind. Seid vorsichtig, wir möchten zwar lieber lebendig schnappen, aber riskiert nicht euer Leben. Ihr habt meine Erlaubnis, sie bei kleinen Anzeichen von Gefahr zu erledigen. Wenn sie hier weg wollen, hätten wir uns etwas überlegen können. Aber Desertieren in Kombination mit Clown können wir nicht tolerieren. Wir müssen ein Exempel statuieren. Dein Überleben sei lang und dein Tod sei schnell. Viel Glück, Eise. Eise kann man jetzt auch schon mal gelesen. Ja. Ja, Mist, haben wir wieder einen Haufen Munition verbracht. Aber wer hat auch damit gerechnet, dass da jetzt in der Bar Leichen sind. Infiziert. Jetzt sag mir ja noch, dass hier kein Loot drin ist, weil dann drehe ich ja mal an. Sehr viel Alkohol, den ich gerade nicht brauchen kann. Ah. Macht natürlich in der Bar Sinn, gell? Ja, Tabletten. Ist gelohnt. Vielleicht können wir jetzt die besseren Medikits herstellen. Hier. Okay, dann nehmen wir jetzt erstmal die Stabilität. Scheren. Da müssen wir wohl unseren nachkommen. Schrauben. Mich ärgert es gerade mit dem Alkohol. Wir sind voll, wir haben alle Medikits voll. Und sonst brauche ich keinen Alkohol. Okay. Hier geht's rein. Ja. Und schie. Geht auch rein. Sehen wir mal, was hier drin ist. Wow. Also ich war halt sicher, dass irgendwas passiert. Aber irgendwas passiert hier auch noch. Ich sag gleich. Naughty Dog ist so gemein. Sind so gemein.
schnell. Schlossen. Man prüft es. Ja. Das ist noch voller Vorräte. Perfekt für den Dr. Wüben. Oh, bedeutet meistens, dass bald wieder ein Bett kommt. So. Wie viel haben wir denn zusammen? Ich wusste es! Jakas! Nein! Was zum Teufel, Leute? Was zum Teufel, Leute? Besser hätte ich es nicht sagen können. Ich sag's euch. Naughty Dog sind solche... Oh, krass. Krass, krass, krass. Ja, Leute. Nach diesem Schock müssen wir jetzt leider pausieren. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge wieder gefallen. Mir auf jeden Fall schon. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da. Ich freue mich schon auf die nächste. Bitte euch, Servus, euer Doc.